Europas Stärke liegt in seiner Vielfalt und die wollen wir bewahren, auch auf der Ebene der Staaten und Nationen, die ihre nationale Souveränität weitgehend behalten sollen und auf in den Feldern zusammenarbeiten sollen, wo es wirklich sinnvoll ist. Wie wir das am Ende dann erreichen, ob es über eine Neuverhandlung der EU-Verträge stattfinden wird oder ob wir als Deutschland irgendwann die Reißleine ziehen müssen und die EU verlassen müssen, damit wir dieses Ziel erreichen, das ist noch nicht klar. Das zeigt sich im Laufe unseres politischen Kampfes in dieser Richtung. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Anlässlich der diesjährigen Europawahlen möchten wir es natürlich nicht missen, Ihnen unsere Kandidaten noch einmal genauer vorzustellen. Und ich freue mich, dass ich dazu jetzt Dr. Marc Jongen, den Listenplatz 6 der AfD-Europaliste, hier im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Herr Jong, wie würden Sie Ihren politischen Werdegang mit eigenen Worten einmal kurz beschreiben? Oh, also die Politik war mir nicht in die Wiege gelegt und lag auch nicht auf meinem bis dahin Berufsweg. Ich war ja als Dozent für Philosophie an einer Kunst- und Designhochschule tätig. Und schon im Vorfeld der Gründung der AfD habe ich dann bemerkt, dass was gründlich schief läuft mit der Politik in Deutschland, wo die Regierung uns hinführt. Das war die Zeit der Euro-Rettung, die aber auch noch ganz andere Implikationen hatte, sprich, dass hier mit der Demokratie völlig schludrig umgegangen wird. Das war mir dann sofort klar oder ist mir damals klar geworden. Ja, und dann wurde die AfD gegründet und ich habe das gleich wahrgenommen als eine Chance, sich da mit zu engagieren. Und ich bin beigetreten im April 2013, bin dann auch gleich im Landesvorstand Baden-Württemberg gewählt worden. Und übrigens bin ich bis vor kurzem Teil dieses Landes oder Mitglied dieses Landesvorstandes gewesen, also bis dieses Jahr ununterbrochen. Und ja, so führte eins zum anderen und ich habe dann kandidiert, bin in den Bundestag gewählt worden und finde mich jetzt als Politiker sozusagen wieder, was mich immer noch selbst ein bisschen verwundert. Sie haben ja gerade schon kurz angerissen, Sie sind aktuell Bundestagsabgeordneter. Was war denn aber für Sie die Motivation zu sagen, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter und kandidiere für das Europäische Parlament? Also im Bundestag stellen wir ja fest, dass ganz viel, was dort beschlossen wird und was an Gesetzen dann in Kraft tritt, eigentlich nur eine Umsetzung ist von Vorgaben, die aus der EU kommen. Und wenn man sieht, welchen starken Einfluss die EU nimmt auf unsere nationale Gesetzgebung, auf das Geschick Deutschlands im Ganzen, dann wird man das als eine ganz wichtige Ebene wahrnehmen, auf der man auch, wo ich dann auch das Gefühl hatte, oder mitgestalten zu wollen. Ich war ja schon mal auf der Liste gewesen, auf unserer EU-Wahlliste 2014, da war ich dann erster Nachrücker gewesen. Hat dann nicht geklappt mit dem Einzug, aber seit dieser Zeit habe ich so einen Bezug auch zum Europaparlament. Und der hat sich jetzt mit meiner Wahl auf die Liste erneut jetzt nochmal realisiert. Und ich kann vielleicht hinzufügen, dass ich aufgrund meiner Herkunft, ich bin ja in Italien geboren als Südtiroler, Vater Holländer, sozusagen auch so ein etwas wie einen europäischen Hintergrund habe, trotz meiner deutschen Identität. Sie sind auch mit involviert in die Programmatik für das für das Europawahlprogramm. Wie sieht die Programmarbeit aus? Können Sie uns da mal einen kleinen Einblick geben? Die Programmarbeit der AfD ist wirklich ganz speziell, denn ich weiß nicht, in welcher anderen Partei das so ist, dass Bürger und Mitglieder ja aus der Mitte der Gesellschaft vor ihrem eigenen Berufshintergrund das Programm selbst gestalten. Also es gibt ja die Landesfachausschüsse, die Bundesfachausschüsse, dann nochmal die Bundesprogrammkommission und das sind Mitglieder, die das gestalten, die ihr Wissen aus ihre Berufstätigkeit nehmen oder aus ihrem Studium, aus ihren eigenen Kenntnissen. Und natürlich wird das jetzt auch angereichert mit unserer parlamentarischen Arbeit. Aber dass das aus der Mitgliedschaft selbst kommt und das funktioniert wirklich auch sehr gut, das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal der AfD.
Ja, es wird ja auch immer moniert, dass in der Politik zu wenig Leute sitzen, die zwar Repräsentanten sind, aber keine Ahnung von der Praxis haben. Denken Sie, dass das bei uns denn dadurch sozusagen nicht so ist? Das ist definitiv anders. Schauen Sie sich die anderen Parteien an. Ich meine, die Grünen, die SPD bestehen zu großen Teilen aus Studienabbrechern, man muss das so hart sagen, oder aus Leuten, die auch gar nicht wirklich was gelernt haben, sondern von Anfang an in die politische Karriere reingekommen sind, indem sie eben bei einem Abgeordneten angefangen haben als Büroleiter und so weiter. Und da sammelt man jetzt nun kein Fachwissen an, sondern lernt, wie man sich möglichst schlau da nach oben arbeitet. Das ist bei uns wirklich anders. Wir sind ja auch, uns gibt es noch nicht so lange. Und das Gros der Mitglieder, die allergrößte Zahl unserer Mitglieder, sind Leute, die ihren Beruf ausgeübt haben für lange Jahre. Und das fließt natürlich in unsere Partei ein. Kommen wir nochmal zurück zum Programm, zum Wahlprogramm. Wo würden Sie inhaltlich die Schwerpunkte für diesen Europawahlkampf, aber auch die spätere parlamentarische Arbeit sehen? Also wir müssen sehen, in welcher historischen Situation wir uns befinden. Die EU hat nun beschlossen, oder die dort tätigen Eliten haben beschlossen, die EU zu so einer Art Superstaat zu machen. Und die Anläufe zu einer eigenen EU-Verfassung, die sind ja schon älter, die sind damals gescheitert, aber man gibt dieses Projekt nicht auf und man will diese Ever Closer Union, diese wirklich eine in sich geschlossene Einheit hier herstellen, in der die einzelnen Mitgliedstaaten nur noch untergeordnete Kompetenzen haben und so etwas wie Provinzen eines Superstaats sind, wenn man böse ist, könnte man auch sagen, wie Vasallenstaaten oder tributpflichtige Provinzen darstellen. Und das müssen wir verhindern, weil das ist nicht nur das Ende der Souveränität Deutschlands, es ist auch das Ende der Demokratie. Denn wir haben auf europäischer Ebene eben kein Staatsvolk in dem Sinne, wie es eine Demokratie braucht, sondern wir haben viele Völker, das sind alles Europäer, aber eben kein einheitliches Volk. Und wenn Sie dann auf Ihrem Wahlzettel einen Portugiesen, einen Italiener und einen Spanier wählen, der soll Sie dann in Brüssel repräsentieren, der entscheidet dann über Ihr Geschick. Ich glaube, da sieht man schon an diesem Beispiel, dass das nicht funktionieren kann. Und wenn am Ende dann sozusagen mit Mehrheitsprinzip über den deutschen Haushalt entschieden wird in Brüssel, dann ist Deutschland endgültig zum Zahlmeister für alle Zeiten degradiert. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen kämpfen wir ja als AfD für ein besseres Europa, für ein funktionierendes Europa und übrigens auch für ein europäischeres. Denn all das ist, diese Zentralisierung ist gar nicht europäisch. Europas Stärke liegt in seiner Vielfalt. Und die wollen wir bewahren, auch auf der Ebene der Staaten und Nationen, die ihre nationale Souveränität weitgehend behalten sollen und in den Feldern zusammenarbeiten sollen, wo es wirklich sinnvoll ist. Wir haben das genannt, einen Bund europäischer Nationen, den wir da anstreben, anstatt der jetzigen Europäischen Union. Sie haben ja jetzt auch gerade schon viel EU-Kritik geübt. Wie möchte die AfD die Punkte, die Sie eben angesprochen haben, konkret umsetzen? Man sagt ja auch immer, naja, es gibt ja auch oft den Vorwurf, wenn die AfD dann aber in diesem Parlament vertreten ist, dann möchte sie ja wahrscheinlich das Parlament auch nicht abschaffen, denn sie ist ja selber dann dort vertreten. Wie soll das, was Sie eben alles gesagt haben, umgesetzt werden? Sie haben recht, das ist ein langer und steiniger Weg. Das ist nicht einfach. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Bündelung der Kräfte überall in Europa, die das gleiche Ziel haben wie wir, die diesen Weg auch nicht wollen und die ihre nationale Souveränität auch bewahren wollen. Und mit denen schließen wir uns zusammen. Das geschieht ja jetzt schon oder ist bereits geschehen. Wir bilden da die ID-Fraktion, die Fraktion für Identität und Demokratie. Wir sind auch dieser Partei beigetreten. Und diese Fraktion wird nach der Wahl, das sagen alle Umfragen, stark anwachsen und wird an Gewicht und an Macht gewinnen. Und das ist der Weg, wie wir unser Gewicht dann auch einbringen, um diesen großen Tanker da auf einen anderen Kurs möglichst zu bringen. Wie wir das am Ende dann erreichen, ob es über eine Neuverhandlung der EU-Verträge stattfinden wird oder ob wir
als Deutschland irgendwann die Reißleine ziehen müssen und die EU verlassen müssen, damit wir dieses Ziel erreichen. Das ist noch nicht klar. Das zeigt sich im Laufe unseres politischen Kampfes in dieser Richtung. Bin ich mal sehr gespannt, was Sie da noch erreichen werden. Werden wir bestimmt auch noch das ein oder andere Interview zu führen zu Ihrer Arbeit dann im Europaparlament. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interview. Und bis demnächst, Herr Jung. Ich danke Ihnen.